Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Rainbow Six Siege. Wir spielen wieder auf der Hereford Base, aber diesmal bereichssichern. Danke, dass ihr euch eingeschaltet habt. Ich hoffe, das klappt jetzt mal ein bisschen mit den Runden. Die sind alle ein bisschen salty im Moment. Ich weiß nicht warum. Das hat ja mit ihr die letzte Folge ganz gut geklappt. Deswegen nehmen wir sie nochmal. Sekundärwaffe? Ach, die hat ja Sekundärwaffe, eine Shotgun. Das wusste ich gar nicht. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es wird wieder so eine lustige Runde wie die letzte Runde, weil die war echt mega lustig. Mega lustig. Ich habe gesagt, dass es mega lustig war. Ja, ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Ja, ab heute wird es auch ganz viel The Crew 2 geben, Leute. Ich hoffe, ab Dienstag kommt es raus. Also am 29. kommt es raus, 3 Tage vorher. Den Raum sichern. Wir müssen den Gefahrgut der Helfer schützen. Ist, oder ich hab's eben vorbestellt. Die Drohne der Gegner hat den Gefahrgut der Helfer gefunden. Die Gold-Edition. Kann ich hier? Das nervt mich. Zehn Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Beschützt den Q-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Funktioniert. Feuerschutz, ich lade nach. Leute, ich brauche hier drin Hilfe. Leute, ich brauche hier ganz dringend Hilfe. Die Gegner sichern den Gefahrgutbehälter. Leute, ich brauche hier Hilfe. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Die Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Was ist mit dem hier oben? Boys. Alter! Die haben mich ja richtig outgeplayed gerade. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie viel Leben ich hatte. Ich habe die auch alle nur irgendwie angehittet. Ich bin auch froh, dass ich gerade nicht gestorben bin, aber. Alter, war das gerade. Eieieiei. Ach, siehst du, mit Twitch wollte ich eigentlich auch mal spielen. Bei den Verteidigern wollte ich jetzt auch mal wieder so ein bisschen Mute und so nehmen. Wir brauchen unbedingt. Termite bei der Map. Hast du eben gesehen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Lief zwar nicht so gut für die. Die sind nicht im selben Raum wie wir. Twitch macht schon mal Kameras kaputt. Wo sind die?
Was hört ihr da? Also gut ganz oben. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gut, du hast deine Kamera vergessen. 10 Sekunden. Okay, wir haben Blut, wir haben Tetscha, wir haben Mira. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Hey, Vorsicht. Oh, da wollte wohl einer raus. Ein Gegner verbleibt. Und die sterben. Okay. Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. Ja. Ihr macht das schon da draußen. Und ist jetzt hier da flog ein Nitro vorbei. Da flog ein Nitro vorbei. Das macht gerade Spaß. Entschuldigung, jetzt hab ich das Mikro gehauen. Das macht gerade mega Spaß. Das Problem ist, also genau, ich wollte mal wieder Musik spielen. Das Problem ist einfach, dass ich nicht so viel spielen kann, wie ich gerne spielen würde. Ich muss gerade die neue mal ausprobieren. Ah, habe ich Essen auf dem Kühlschrank? Was wahrscheinlich auf dem Kühlschrank? Was ist los mit dir? Ich habe Essen auf dem Herd, was wahrscheinlich die Kartoffeln gleich schon weich gekocht sind. Ich nehme jetzt den kurz einen Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ach, der zeigt mir jetzt die. Das ist ja cool. Setz den Störsender ein. Egal, was ihr da gerade gemacht habt, warum ihr euch gerade gekillt habt. Der Sender wird aktiviert. Ihr werdet schon wissen, warum. 10 Sekunden. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Nur noch 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Mama? Was ist denn hier los? Ich nehme irgendjemand mit. Sichern den Behälter. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ja, was soll ich machen? Mission gescheitert. Warum bringen die sich alle selber um? Das wird gerade aber gut geaimt. Ja, diese T-Bagge kannst du ja aber auch wieder sparen, Junge. Was ist denn da gerade los schon wieder? Ich glaube mal, der erste Kill ist einfach aus Versehen gewesen. Kam mir so vor.
muss mal ganz kurz nach meinen Kartoffeln gucken. Okay, oder auch nicht. Entweder gewinnen wir jetzt oder ich muss dann gleich mal. Den Standort noch nicht zu verbrannt. Aber wir sind 4 versus 4. Rum. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Ich will gerade nicht wissen, was ich da mache. Alter, ernsthaft? Vom eigenen Trupp. Ach, okay. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Gut, ich guck mal kurz um meine Kartoffeln. Zurück. Die können noch ein paar Minütchen tatsächlich. Also, eine Runde können wir noch. Wie sieht's denn aus? 4-1. Wir haben uns gerade nicht mit rumbekleckert. Ich weiß auch nicht, was dieses Teamkill-Scheiße immer soll die ganze Zeit. Ja gut, da wird jetzt nicht mehr viel passieren, der wird dann müsste jetzt in 40 Sekunden in den Raum rein oder alle töten. Ja, du musst nur mal irgendwas machen, dann lass dich wenigstens, geh rein, versuche irgendwie. Genau, er führte wenigstens ein. 15 Sekunden. Wenn du eine rosa Waffe hast. Übrig. Ja, eigener Druck getötet. Wir haben die Gegner wenigstens noch einen Kill. Ich bin gerade sehr weird, das Ganze.
Ich glaube, es wird gleich wieder ein Teamkill enden. Ja, wie ist es? Man muss wieder angreifen, super. Super, super, super. Bin begeistert. Angreifer eine Claymore macht auch so richtig Sinn. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Auf die Drohne zu schießen, das ist nagelneu. Noch 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Okay. Benehmt euch. Drohne aktiviert. Hat er entdeckt? Ist mir das alles so scheißegal gerade. Achtung, Explosion! Raus aus dem Sprengbereich! Ich geh mal mit den Schildtypen mit. Aha! Er hat mir gepupst. Lege Sprengladung. Achso, deshalb. Ich glaube, die unterhalten sich. Denn 3 versus 3. Gehen wir langsam weiter. An mir dran bleiben. Geht's in den Raum rein.
den Behälter sicher. Sicherung des Raumes. Ja, wir hatten nur 30 Sekunden. Es bleiben noch 15 Sekunden. Leute, ihr müsst rein. Raum sichern und den Biobehälter schützen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. 5 Sekunden übrig. Scheiße! Oh, das kann nicht wahr sein. Warum hat er nicht gewartet, bis sein Kumpel reinkam? Das ist bitter. Es ist bitter. Ja gut, meine Leute, lieben, meine Leute, was ist denn los? Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir trotzdem in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns. Der hat eine 12.000er Ping da unten. Was geht denn bei ihm? Ja. Entschuldigung. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Ach nee, irgendwann die Tage kommen, neuere Folgen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis dann. Ciao.